YouTube Crony, schönen guten Batman, CSGO hammergeil und das ohne Webcam. Mein Kanal abonnieren, liken wäre nice und ihr könnt beweisen, dass ihr sprudelige Spritzer seid. Yo, mein sprudeligen Spritzer, was geht ab? Crony am Start, heute mit der Superlaune. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch schon denken, warum, weil ihr den Titel gelesen habt, ihr kleinen Schlingel. Ganz genau, ich habe heute die 5000 Subscriber, beziehungsweise wir haben heute die 5000 Subs geknackt. Und das macht mich natürlich ultra, ultra happy. Da wollte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei euch bedanken. Ohne euch wäre das logischerweise nicht möglich gewesen. Konnte sich natürlich schon jeder denken, ha? Es gibt noch ein paar andere Leute, denen ich danken will. Auf die gehen wir jetzt kurz ein. Auf jeden Fall könnt ihr bei denen auch auf dem Channel vorbeigucken. Dann Abo da lassen, reinspritzen, Like-Button spritzen, in die Comments spritzen, abwedeln, wisst ihr Bescheid. Aber der Hauptdank geht natürlich an euch. So Leute, natürlich seht ihr immer rechts auf dem Draufspritzen-Panel-Button-Area-Dingsbums, dass ich immer mit ein paar Leuten zu tun habe. Den Leuten bin ich natürlich auch ultra dankbar. Jetzt schreibt hier irgendein Typ in Steam, der funkt mir gerade zwischen rein, versteht er? Gut, auf jeden Fall den Leuten bin ich auch ultra dankbar, die werden jetzt mal durchgehen. Ihr seht jetzt hier auch den Crony Multigaming Channel. So, den Crony Multigaming Channel wollte ich ja bei 5000 Subs sowieso mal errichten. Und ich wollte euch einfach mal fragen, habt ihr überhaupt Bock drauf, mal andere Games von mir zu sehen, ja? Keine Sorge, der Counter-Strike Channel wird natürlich weiterhin so laufen wie jetzt aktuell auch. Dieses Crony Multigaming ist nur was, was ich zusätzlich anfangen möchte. Da möchte ich dann Games bringen wie GTA, da möchte ich Games bringen wie Rocket League, da möchte ich Games bringen wie Heroes of the Storm, League of Legends, blablabla, alles durch die Bahn halt. Und das würde mich ultra, ultra freuen, würdet ihr dort auch ein Abo da lassen, dass ich einfach sehe, wie die Resonanz ist, wie ihr Bock darauf habt, ob ihr überhaupt Bock darauf habt. Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Unbedingt mal vorbeikommen, abonnieren, das würde mich mega freuen. So, jetzt sind wir dann auch fertig mit der Eigenwerbung. Jetzt fangen wir mal an mit der Werbung von den anderen Leuten, ja? Wir gehen hier einfach mal von unten weiter. Vultaras ist auch ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, macht League of Legends. Lohnt sich auf jeden Fall mal dran vorbeizuschauen, ha? Der hat jetzt auch meine Gaming-Organisation übernommen, triforce.eu. Boop, Werbung nochmal an dieser Stelle. Lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. So, dann sind wir hier auch schon beim Burkan. Burkan ist der Chatroulette King. Der Boy ist so witzig, auch im Teamspeak immer. Die Videos muss man einfach feiern. Der macht hier wirklich viel. Er macht auch CSGO Checkpot und blablablub. Aber seine Chatroulette-Videos sind wirklich der absolute Hammer. Schaue ich selber auch ultra, ultra gern. Hier im Hintergrund lasse ich mal eins laufen, natürlich leise. Da könnt ihr dann einfach mal direkt sehen, so der Boy, der ist halt schon witzig, ja. So, ihr habt jetzt keinen Sound, aber das muss schon witzig sein. Oh, das meint er. Da kommen wir gerade mal auf Pause. So, da haben wir ihn, den Schlingel, ja? So schaut er aus, unser kleiner Racker. Und Burkan ist halt einfach so ein richtig, richtig chilliger Typ. Mit dem kannst du 10 Stunden quatschen, ohne dass dir langweilig wird. Du hast immer irgendeinen Blödsinn, mit dem du reden kannst. Auf jeden Fall dort auch mal vorbeispritzen, na, wisst ihr Bescheid. Der nächste im Bunde ist dann der Giorgio. Giorgio ist auch der übelst coole Dude. Ich bin richtig froh, dass ich ihn kennengelernt habe, ja? Das ist fast schon so wie ein großer Bruder ein bisschen, ja? Obwohl er kleiner ist. Aber wisst ihr Bescheid, ein geiler großer Bruder, ja? No homo. Okay, doch, voll homo. Bin ich auf jeden Fall ultra froh, dass ich den Giorgio kennengelernt habe. Macht richtig Bock mit dem, auch nachts einfach mal Counter-Strike durchzuzocken. Auch wenn er natürlich manchmal spielt wie so eine kleine Graupe, ja? So, wen haben wir denn dann noch? Der LesQQ. Der LesQQ ist auch schon ein Kumpel, den kenne ich auch schon ziemlich lange. Ich glaube, schon über ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre sogar. Ich weiß gar nicht mehr genau, auch wo er gerade angefangen hat mit dem Stream. Das ist auch ein Streamer, YouTuber, macht League of Legends richtig geile Guides. Wenn ihr League of Legends spielt, hier könnt ihr was lernen, Männer. Hier könnt ihr absolut was lernen. Hier, schalten wir mal kurz rein. Gar kein Thema. Das ist der Tobi. So schaut er aus. Ja, der schaut nicht nur aus, wie wenn er die Madness verbreiten könnte, sondern er verbreitet die Madness. Er erklärt euch hier Runen und allen Quatsch, was es bei LOL auch immer gibt, ja. Ich bin da gar nicht mehr so in der Materie drin, aber sollte ich mal wieder reinkommen wollen, werde ich auf jeden Fall beim Tobi zu finden sein. So, jetzt haben wir hier noch den Kami Ketze. Kennt ihr auf jeden Fall alle den Kami, das Kätzchen, die Nummer 7. Der ist auf jeden Fall in vielen, vielen Videos dabei. Ist auch ein richtig, richtig, richtig guter Zockerkumpel von mir. Und wir haben damals, ich habe damals angefangen mit YouTube. Da bin ich auch zum Kami gegangen, habe gedacht, hey, wäre doch cool, wenn man das zu zweit macht so ein bisschen. Wenn man ein paar Videos zusammen macht. Wenn man da zusammen Erfolge feiern kann, blablabla. Und er hat dann damals mit EOS angefangen. Echo of the Souls heißt das, glaube ich. Das war nicht so geil für mich, ja, weil ich fand das Spiel richtig kacke. Aber ich habe mich desto mehr gefreut, als er dann zu CSGO gewechselt ist. Und beim Kami könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeigucken. Ihr seht hier, was er macht. Road to Knife, Road to Knife. Der zieht extrem viele Messer, der Boy, ja? Fast so viele Messer wie der Giorgio. So, Checkpoint-Videos von uns sind natürlich zu finden hier. Der angelt natürlich auch. Der Kami ist ein Angler. Und ja, hat er auf jeden Fall auch eine richtig, richtig coole Zeit mit dem Kami. Danke dafür auf jeden Fall, Kami. Und wen haben wir denn jetzt noch?
Die Caro. Die Caro ist auch ein richtig, richtig geiler Bro, ja? Mit jedem Quatsch ist die zu haben, so. Da kannst du sagen, Caro, komm, wir pinkeln mal an den Traktor, ha? Und die Caro pinkelt auf den Traktor. Kein Witz, mach die. Auch richtig cool auf jeden Fall. Danke, dass du in den Videos mit dabei bist, dass du immer so viel Spaß reinbringst, dein Lächeln reinbringst und auch die Bubs reinbringst, ha? Spaß verteilte. Hier nochmal Grüße an Caros Mom, die ist auch ein Abonnent. Hallo. Puh, habe ich jetzt viel gequatscht. Ich bin schon außer Luft, da muss ich auch ein bisschen zurecht schneiden, weil ich ziemlich viel Scheiße geredet habe zwischendurch. Warte, lasse ich auch ein bisschen Scheiße drin. Bin einfach überhappy. Vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare. Ich kenne auf jeden Fall meine Pappenheimer, die da immer drunter schreiben. Ja? Freut mich mega, mega arg. 5000 Abos sind geschafft. Und mal gucken, wie weit wir noch kommen können. So, jetzt erkläre ich euch aber erstmal, wie das Giveaway funktioniert. Weil ich möchte euch natürlich auch immer was zurückgeben. Und dann sehen wir uns gleich, Männer. So, meine Sprudelingsspritze, jetzt kommen wir denn auch zum Gewinnspiel. Was zu gewinnen gibt, werdet ihr jetzt gleich im Anschluss noch sehen. Das werden wir auch noch ein bisschen erklären. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Naja, es sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen mit dabei. Wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt, ist super einfach. Wie immer gibt es die Gewinnspiele bei mir in der Steam-Gruppe. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Auf diese Steam-Gruppe geht ihr einfach drauf, joint da rein. Sobald ihr gejoint seid, seht ihr dann hier 5000 Abo und 500 Member-Special. Danke an dieser Stelle nochmal. Wir haben 523 Mitglieder in der fucking Steam-Gruppe erreicht. Ja? Das ist natürlich übernice. So, klickt da einfach hier drauf. 5000 Abo und 500 Member-Special und seht dann auch direkt, wie das funktioniert. Ja? Ihr tut einfach euren YouTube-Namen hinschreiben und unten drunter tut ihr den Trade-Link hintuten. Ja? So, die Leute haben es hier schon verstanden, ein paar haben es schon gemacht. Jeder, der in dieser Steam-Gruppe in diesem Thread seinen Trade-Link reingepostet hat, ist ein potenzieller Gewinner. Zu gewinnen gibt es natürlich nicht nur diese Skins, ja? 5x10 Euro Setup, was der Giorgio und ich euch gleich nochmal erklären werden. Sondern es gibt als Hauptgewinn auch eine Lioncast LM20 Gaming Maus. Für 50 Tacken, ja? Hier seht ihr ein paar technische Daten, ist aber auch egal. Ich benutze die Maus selber, die ist auf jeden Fall geil. Deswegen werde ich sie auch verlosen. Dazu gibt es dann noch Mauspad irgendwie, 40 cm Mauspad so. Ist ein halber Teppich, könnt ihr noch drauf schlafen, wenn ihr wollt. Und all das wird es in meiner Steam-Gruppe zu gewinnen geben, ja? Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, hier könnt ihr nochmal nachlesen, wie das funktioniert. Link wird direkt unten unter dem Video sein, ihr kleinen Spritzer. Ja? Und dann viel Spaß mit unserem 10 Euro Setup. Boah, ist ja kein Luft mehr. Ich hätte noch länger machen können, aber ich habe gedacht, langsam wird es lächerlich. Das war's auf jeden Fall schon. Ja, das war's auf jeden Fall schon. Wunderschönen guten Batman, meine Sprudelingsspritzer, Crony am Start, zusammen mit dem Giorgio! Genau, das war wirklich Giorgio, das war nicht Burkhard mit seinen Singkünsten, ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre auf meine Mörderland. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Play Inventory. Heute mit 10 Euro. So sieht's aus. Warum, werde ich euch nachher noch erklären, also bis zum Ende dranbleiben, ihr Schlinger. Ja? Und man muss auch dazu sagen, heute wird es auch bei 10 Euro nicht so viele Waffen geben wie beim 100 Euro Inventar. Ja, ist natürlich safe, klar, weil wir natürlich auch dementsprechend schöne Skins abgeben möchten. Klar könnte man jetzt irgendwie ein Akalite-Bild nehmen und so weiter und so fort, aber das ist auch nicht so the yellow from the egg. Ja, da sollte man sich lieber auf ein paar spezialisieren und damit viel mehr Spaß haben. Alright, das ist vollkommen korrekt. Okay, alright, okay, alright, okay, alright, okay. So. Genau, jetzt fangen wir an, bevor wir have to sell it. Huh? Und wir fangen jetzt an. Genau, 5 Skins werden wir nur machen. Wie der Giorgio gerade schon erklärt hat, es wird die 5 wichtigsten Skins sein. Und welche, das seht ihr jetzt. Wir fangen an mit alright, der USP. Okay, alright, okay. Ich bin durch, Freunde. Sorry, ich hab einen langen Tag hinter mir. Ich bin durch! Okay, ich starte mit der USPS. Die USPS ist bei mir auf jeden Fall schon offen. Die Torque nennt sie sich. Finde ich wirklich, wirklich ultra sexy. Also gerade für den Preis. Was hat das Ding gekostet? 30 Cent. Factory New, 30 Cent. Ist auf jeden Fall echt schick. Kann man nichts sagen. Schön geil. Finde ich auch. Ja, ich finde ich muss mich da einklinken, ja, sonst redet der Crown nicht so viel. Also ich finde sie auf jeden Fall schön mit dem Weiß-Schwarz, ja, Weiß-Schwarz ist immer nice und diese gelbe Note, ja, diese gelbe Note, dieser gelbe Ton, diese gelben Striche machen nochmal auf diesen wunderschönen Kuchen, auf dieser wunderschönen Kirsch-Sahnetorte, es ist die Kirsche oben drauf, Freunde, ja, so sieht's aus. Genau, da habt ihr auch schon gemerkt, George ist ganz herangegangen und das macht er nur, wenn er horny wird, das heißt, die Waffe gefällt ihm.
Ich bin horny! Die Nippel sind spitz. Und dann würde ich sagen, machen wir die nächste Waffe auf. Das ist die Glock. Und da fängt dann diesmal der Torture an, ne? Ja, jetzt kommen wir zur Glock, Freunde. Wer hätte es gedacht, ja? Hier kommen schon ein paar Parallelen zum 100 Euro Inventory. Ja, und zwar die Glock 18 Water Elemental. Ist natürlich auch ein wunderschöner Skin. Ja, also haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Wunderschöner Skin, den man definitiv günstig erwerben kann. Und, ja, einer der schönsten Skins allgemein im Game. So, ich überlasse Chrome den Rest. Das ist so. Die Glock Water Elemental ist auch in diesem 10-Euro Setup ein kleines Highlight. Die kostet 2,50 €. Was eigentlich ja nicht viel ist, aber in dem 10-Euro Inventar ist er natürlich schon ein Viertel. Aber ist gerechtfertigt. Ja. Einer der schönsten Skins. Ihr habt einen sprudeligen Spritzer drauf. Eigentlich alles, was man möchte. Aha. Kann man nicht mehr zu sagen. Ihr seht es selber, ist geil. Könnt ihr die Hand in die Hose stecken okay. Und denken. Alright, okay. Alright, okay. Das ist jetzt unsere neue Überleitung. Yeah. So, okay. Nächster Skin haben wir die M4A4 Evil Daimo. Heißt wie nicht Dynamo. Sonst? Letztes Mal habe ich sie Dynamo genannt, aber die heißt Daimyo? Nein, Daimyo. Daimyo. Daimyo? Daimyo. Daimyo, oder? Daimyo. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es aussprechen würdet. Könnt ihr ja gar nicht, ihr würdet ja Daimyo schreiben. LOL. Okay. Ja, was sagst du denn zu dieser M4A4? Ist super sexy. Habe ich mir, wie gesagt, auch in dem 100-Euro Inventar geholt. Und da natürlich ein Statwack. Hier haben wir nur 10 €, also ohne Statwack. Minimale Gebrauchsspuren. Und das ganze Ding kostet gerade mal 1 €. Und für 1 € guckt sie euch an. Dieses Rot-Dunkelblau ist ja ultra sexy. Ist wirklich also auch mein drittliebster M4-Skin, muss ich sagen. Auch vom Aussehen her. Erst ist natürlich die Hole. Ja. Danach zweiter kommt Poseidon. Bei mir die Asimov und dann dieser hier. Ah, okay. Bei mir ist auf jeden Fall die Hole, Poseidon und dann kommt die Evil Daimyo. Ja, die sieht einfach so schön aus. Also finde ich auch wunderschön. Ich nenne ihn auch ganz sweet. Der rote Traum, Freunde. Ja. Kann man natürlich auch Evil nennen. Ja, also Evil, das ist natürlich auch ein sehr guter Name für die Knarre. So, nee, wie kamst du da jetzt drauf? Das also da kommt keiner drauf. Also wie gesagt, da kommt keiner drauf. Ich werde auch nicht weiter darüber diskutieren, wie ich da drauf gekommen bin, okay? Sonst klauen die Leute, die hier noch deine Ideen. Oh Digga, ich habe doch okay gesagt. Da kommt alright. Okay. alright, okay. Alright, okay, der Giorgio macht jetzt weiter mit der... Genau, mit der AK, Freunde. Und bei der AK haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht. Die hatten wir eigentlich auch, also ich glaube, die hatte ich auf jeden Fall bei meinem 100-Euro Play-Inventory. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, bei dir auch. Ich glaube, bei dir auch, ne? Nee, ich hatte die Jaguar drin. Ach genau, das ist die Jaguar. Genau, da haben wir die AK-47 Redline viel testet. Das ist natürlich ein sehr special Skin, der kostet 5 €. Aber es ist auch eine AK, Freunde. Wie ich eben gesagt habe, ihr könnt euch natürlich eine Elite-Build holen. Sieht nicht schlecht aus, aber ist jetzt... Freunde, es sieht echt so aus, als ob ihr... Ja, so will ich es eigentlich jetzt nicht formulieren. Ist ja auch scheißegal. Es ist definitiv nicht so schön, mit so einer Elite-Build rumzulaufen. Ja, das macht einfach keinen Spaß. Klar, wenn man jetzt nicht allzu viel Geld dafür ausgeben möchte, kann man die Elite-Build, kann man da schon ausweichen. Aber die Redline ist einfach... Redline! Und auch sexy, das absolute Special in diesem 10-Euro-Inventar. Also damit seid ihr auf jeden Fall der King auf dem Pausenhof, ja? Definitiv der King auf dem Pausenhof. Solange wir nicht auf dem Pausenhof sind, nein! Ja, solange wir nicht da sind, dürft ihr der King sein, ja? Das ist auf jeden Fall das Highlight. Das lassen wir jetzt hier noch zweimal durchlaufen und dann ultra geil. Ich habe hier auch Glück. Ich habe eine mit 4 Stickern. So, warte ich hier auf die Überleitung. Alright, okay. Alright, die AWP ist offen. Da haben wir die Pit Viper. Die schaut aus wie eine Sneaky Snake. Eine schöne Schlange. Fand ich geil. Natürlich ist die Worm God auch cool, aber ich finde, die sieht man zu oft. Ja, die hat wirklich jeder. Jeder, der ein kleines Inventar hat, hat die Worm God. Finde ich langweilig. Und hier das Grün, das sieht natürlich auch schick aus. Hat nicht jeder. Deswegen habe ich mich für diese AWP entschieden. Alright. Ich muss einfach sagen, ich finde die Pit Viper auch dementsprechend besser. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, es ist definitiv so ein Skin, wo man sagt, ja, bei der Worm God, die sieht man wirklich ziemlich, ziemlich oft. Aber, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir trotzdem eine andere holen und man hat vielleicht jetzt ein paar Euro mehr, ja, jetzt abweichend von einem 10-Euro Inventar, kann man sich auch ganz gerne die Sun and Leo holen, ja. Ist auch ein wunderschöner Skin, kostet natürlich auch dementsprechend ein bisschen mehr. Ich glaube, 4-5 € kostet die Minimal Wear und die muss man sich Minimal Wear holen. Aber wirklich in einem 10-Euro Inventar kann man mit der Pit Viper nichts falsch machen. Natürlich nicht Souvenir, ist natürlich klar, aber die Worm Guard finde ich so oder so hässlich. Ist eine hässliche Waffe, Alter. Ja, die richtig... Okay. Das stimmt. Und die Pit Viper kostet, glaube ich, 1,30 Euro oder so. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ihr seht es hier nochmal, was wir alles haben. Kurz zusammenfassend, die USP haben wir hier für 30 Cent.
Klar, keine Frage, 30 Cent ist nichts. Dann haben wir hier die Glock Water Elemental für 2,50. Das ist schon das zweite Highlight hier in dem Setup. Ja. Dann die M4 Evil Daimyo. für 1 Euro. Eigentlich müssen wir Evil Daimyo. Daimyo. Aber wir nennen ihn Daimyo. Ja, okay. Weil wir eingedeutscht sind. So. Oder Daimo. Vielleicht spricht man das Y noch gar nicht. Ist auch egal, ja. Die Diskussion wird, glaube ich, nie ein Ende haben. Vielleicht nennt man sie doch Dynamo auf Altgriechisch. Vielleicht nennt man sie auch einfach nur Evil. Evilly. So. Evilo? Evilo! Evilo. Scheiße, Alter. Da muss jetzt muss jetzt aber hier mindestens... Und dann muss er auch dieses Dreieck rein. Illuminati. So sieht's aus. Definitiv ein Fall für Galileo Mystery. Wie ist Giorgio auf diesen Namen gekommen? Ihr könnt ja mal raten, wie er auf diesen Namen gekommen ist. Huh? Ich habe nämlich keine Ahnung. Evilo. Okay. Evilo. Dann haben wir das absolute Super-Highlight, die AK Redline. Die Taxi. Schon das, die Hälfte des Budgets verschlingt, ja? Aber ist es wert, so. Da seid ihr wirklich der Chef. Die sammelt auch jeder auf, wenn die irgendwo rumliegt, so. Seid ihr auf jeden Fall auf der Siegerseite. Und zu guter Letzt haben nur wir, im absolut schönen Float-Value, Freunde, ja. Genau, habe ich hier natürlich auch. Ich habe sie nur gekauft, wo alles wirklich crispy clean ist, ja. Ja. Dann haben wir die AWP Pit Viper zum guten Schluss. Ist auch ein cooler Skin, weil man muss aber auch sagen, so Pit Viper, die AWP Pit Viper, ja, so die ist jetzt vielleicht, man muss auch ehrlich sagen, es ist nicht der schönste AWP-Skin, ja. Aber für 10 Euro, ja, voll, wie gesagt, für 10 Euro, wenn sich hier die 5 Skins holt, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, so gerade AWPs sind in der Regel sehr, sehr teuer. Ja, also. Ja, ich wollte es gerade sagen, die billigste, einigermaßen geile, geht wirklich bei 4 Euro los, das ist die Sun and Leo. Ja. Danach geht es ja schon auf 8 Euro, 12 Euro und bis nach oben hin gibt es keine Grenzen, ja. Das ist also. Ja. AWP ist sehr, sehr teuer. So sieht's aus. Das wollte ich nur von weg sagen, wenn jetzt Leute kommen, die Pit Viper, die ist doch nur so green und ja, aber es sucht erstmal eine AWP, also ihr braucht gar nicht zu suchen. Es sei denn, es ist eine Safari-Mesh oder eine Snake Camo. Ja, da weiß ich selber, aber wer will damit rumlaufen? Gut. Ja, das war's zu unserem 10 Euro Play Inventory. Schreibt die Meinung in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr euch die Skins so holen würdet, welches Budget wir als nächstes machen sollen. Genau. Wir haben ja gesagt, wir machen das öfters. Und dann von mir bis Spider-Man und das Schlusswort geht auch in Giorgio. Ja? Mach's gut ab, Herr Pescher! Ich würde sagen, auf jeden Fall Daumen hoch spritzen, die Kommentare voll spritzen, ja, sehr den, gut. Den Teil-Button komplett voll masturbieren, dass er auf jeden Fall bis Facebook und Twitter spritzt, ja. Und dann eventuell noch den Abo-Button voll spritzen, falls ihr noch nicht gespritzt habt, Freunde. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen spritzigen Tag. Spritzt davon und spritzt nicht zu weit. Und denkt dran, Freunde, ja. Denkt dran, immer Gummi benutzen, weil 5 Minuten strahlst du, 18 Jahre zahlst du, macht's gut und peace out. So. Bist auf jeden Fall ein approved Spritzer.